Nimm das Recht weg, was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande, hat der heilige Augustinus einmal gesagt. Wir Deutsche wissen es aus eigener Erfahrung, dass diese Worte nicht ein leeres Schreckgespenst sind. Wir haben erlebt, dass Macht von Recht getrennt wurde. In letzter Zeit tauchen immer mehr in den Medien Gruppen auf, die eigenartige Dinge tun. Solche Dinge sagen wie: Herr Richter, ich melde mich lebend, oder ich habe keinen Namen, ich bin der Mensch sowieso und nicht die Person, oder schicken Sie diese Steuervorschreibung an den Eigentümer und nicht an mich. Andere behaupten, Österreich sei nur eine Firma, Deutschland ebenso. Wieder andere sagen, Deutschland sei immer noch besetzt und schreiben bei Beschwerden über deutsche Behörden ihre Einsprüche an die Siegermächte. Andere behaupten, es gelte noch die alte Reichsverfassung und sogar die Meinung, dass eigentlich noch die DDR-Verfassung gilt, wird vereinzelt vertreten. Diese Gruppierungen könnten unterschiedlicher nicht sein. In Deutschland läuft gerade eine massive Kampagne gegen sogenannte Reichsbürger. Diese Kampagne funktioniert recht gut, weil viele bei Reichsbürger sofort das Hirn ausschalten und die kleine, aber wichtige Zusatzinformation, dass man sich hier nicht auf das Dritte Reich, sondern auf das Deutsche Reich vor Hitler bezieht, geht da ein bisschen unter. Und der Staat und die Medien scheinen es nicht für besonders wichtig zu halten, auf dieses kleine Detail hinzuweisen. Nicht, dass das Deutsche Reich vorher jetzt so besonders toll gewesen wäre, aber ein qualitativer Unterschied zum Dritten Reich ist da schon da und das sollte nicht ignoriert werden. In Österreich versucht der Staat gegen die hiesigen Gruppen ebenfalls die Hetze loszutreten. Es funktioniert noch nicht so richtig, weil die österreichischen Staatsverweigerer dauernd von Liebe, Menschlichkeit und Harmonie reden, Waffen ablehnen und Worte benutzen. Man bastelt jetzt deswegen spezielle Gesetze, die es möglich machen sollen, Menschen, die niemandem was getan haben, zu verfolgen und einzusperren und zu kriminalisieren. Und ich übe mich jetzt mal in der Kunst der Prophezeiung und sage voraus, dass dieses Gesetz so vage und unklar formuliert werden wird, dass in Zukunft jeder, der es wagt, den Staat zu kritisieren, mit einem Bein schon im Gefängnis steht. Aber solange wir noch Videos machen dürfen und unsere Meinung äußern dürfen, wir haben hier auch ein sehr schönes Naturrechtsthema. Ich werde in diesem Video jetzt ein Erklärungsmodell für diese Staatsverweigererbewegungen anbieten, von dem ich denke, dass ich es ganz gut verteidigen kann, und biete eine alternative Herangehensweise an. Ich selber betrachte mich ja als Naturrechtler auf der Suche nach wahrem, nach echtem Recht. Diese Annäherung an wahres Recht sollte möglichst nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgen. Das Naturrecht ist Teil der österreichischen Rechtsordnung und es handelt sich, völlig richtig, um das höchste, dem Menschen angeborene Recht, das tatsächlich jedes Gesetz bis hin zu Verfassung und Völkerrecht bricht. Und das wird auch auf den Universitäten so unterrichtet. Und zwar in der Anfängervorlesung Einführung in die Rechtswissenschaften. Da wird das mal so nebenbei erwähnt und dann den ganzen Rest des Studiums nie wieder, außer vielleicht rudimentär in der Rechtsgeschichte. Also konkret, wer das noch nicht gewusst hat, man kann sich vor österreichischen Gerichten und übrigens auch vor deutschen Gerichten absolut auf das Naturrecht berufen. Und hin und wieder passiert das. Ein Anwalt beruft sich auf Naturrecht und der Richter wird dann keineswegs in seinem Urteil das Ganze als Unfug abtun, aber er wird dann halt reinschreiben wie so Sachen wie: Das Naturrecht kann hier leider nicht angewendet werden, weil bla bla blub. Und die nächste Instanz wird dann bestätigen, dass bla bla blub ein völlig klares Argument ist, warum Naturrecht hier nicht angewendet werden kann. Das Problem dabei: Der Staat hat schon im Vorfeld dafür gesorgt, dass keine kompetenten Juristen in Amt und Würden kommen, sondern reine Rechtspositivisten.
auf keinen Fall Naturrechtler. Das Studium der Rechtswissenschaften ist das Heranzüchten von Rechtspositivisten. Das bedeutet, dass Gesetze niemals hinterfragt werden dürfen. Wobei das jetzt nicht ganz richtig ist. Die Gesetze werden natürlich ständig herumgewälzt und gedreht und in Bezug zueinander gesetzt. Und in Bezug auf die Verfassung, da darf ein Gesetz sogar hinterfragt werden. Allerdings eben nur in Bezug auf die Verfassung. Das Gesetz wirklich grundsätzlich zu hinterfragen, das passiert nicht. Rechtspositivisten interessieren sich nicht für Recht, sondern nur für das geschriebene Gesetz. Und aus dem kann natürlich kein Recht erwachsen. Die Tatsache, dass wir nur Rechtspositivisten in der Justiz haben, führt dazu, dass wir eben keine Justiz haben, sondern eine dritte Gewalt, die nicht Recht spricht, sondern Untertanenverwaltung betreibt. Und das spüren die Menschen. Im Umgang mit Behörden spürt man nicht immer, aber doch oft genug, dass man kein gleichwertiges Mitglied der menschlichen Gesellschaft ist, sondern ein Untertan, dass man als Untertan betrachtet wird. Ganz besonders spürt man das natürlich vor Gericht, wo man absolut nichts mitzureden hat, wo man genau durchreguliert ist und die Regeln eines Richters befolgen muss, den man sich nicht ausgesucht hat und dem man vollständig ausgeliefert ist. Man wird zum reinen Objekt staatlichen Handelns. Dabei hat man doch angeblich Menschenrechte. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wirklich? Was hat es mit Würde zu tun, wenn man plötzlich vor einem absolut übermächtigen Gegner steht? Einem Gegner, dem man total ausgeliefert ist? Einem Gegner, der offenkundig die Regeln des Rechts nicht einhalten muss, da er Gesetze mit Recht verwechselt? Der Mensch hat das Recht, nicht versklavt zu werden? Was ist denn Wehrpflicht und Zivildienst anderes als Versklavung? Schließlich darf man dazu, übrigens im Zeitalter der Gleichberechtigung trotzdem nur als Mann, nicht Nein sagen. Der Mann wird mit Gewalt dazu gezwungen. Der Mensch, alle Menschen sind gleich an Rechten und Würde geboren. Ist man wirklich ein freier Mensch, wenn man von Geburt an mit einem Regelwerk verhaftet ist, aus dem man nicht raus kann, obwohl man nie freiwillig beigetreten ist? Ab welchem Alter hat man seine Rechte und die Würde verloren? Gleiche Rechte für alle? Ein Polizist und du? Seid ihr wirklich gleichberechtigt? Wirklich? Und aus der Tatsache, dass man offenbar beim Umgang mit dem Staat nicht menschlich behandelt wird, sondern wie ein Objekt, da bieten unterschiedliche Gruppen verschiedenste Erklärungsmodelle an. Und das populärste Erklärungsmodell geht momentan davon aus, dass es der Staat geschafft hat, dem Menschen sein Menschsein wegzunehmen. Der Mensch kann die Welt zerstören. Er kann sich selbst manipulieren. Er kann sozusagen Menschen machen und Menschen vom Menschsein ausschließen. Wie erkennen wir, was Recht ist? Wie können wir zwischen Gut und Böse, zwischen wahrem Recht und Scheinrecht unterscheiden? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Mensch verfügt über ihm angeborene Rechte. Von Person ist in den Menschenrechten nicht die Rede. Der Grund, warum du nicht wie ein Mensch behandelt wirst, warum die Menschenrechte für dich nicht gelten, ist der, dass der Staat dich mit einem Trick bzw. einem riesigen Geflecht von juristischen Tricks und Fallen entmenscht hat. Und wie der Staat das genau gemacht hat, da gehen die Erklärungsmodelle auseinander. Eine Erklärung geht etwas so. Als du geboren wurdest, kam da ein Mensch zur Welt. Der Mensch Hans zum Beispiel. Und als du geboren wurdest, geschah aber auch etwas anderes. Der Staat hat eine juristische Fiktion von diesem Menschen erschaffen, nämlich zum Beispiel die Person Hans Meier.
der Staat, der diese juristische Fiktion, diese juristische Person erschaffen hat, ist natürlich als Erschaffer auch der Eigentümer dieser Person. Diese Person hat gegenüber dem Staat natürlich keinerlei Rechte, da sie ja dessen Eigentum ist. Da ist aber jetzt immer noch der Mensch. Und das kann der Staat nicht brauchen. Und deswegen macht der Staat alles, um diesen Menschen zu eliminieren. Es gibt einfach Dinge, die man nicht machen kann, solange der Mensch noch als lebend gilt. Deswegen, und das ist wieder ein Erklärungsmodell, lässt der Staat den Menschen im Alter von 7 sterben. Da die Eltern ja ihr Kind nicht lebend gemeldet haben, weil warum auch, passiert es heimlich, still und leise, natürlich so, damit der Mensch nichts mitbekommt, was da mit ihm gemacht wird, Folgendes. Jedes 7-jährige Kind wird heimlich für auf hoher See vermisst erklärt. Da es ja keinen endgültigen Beweis für den Tod des Kindes gibt, begnügt man sich mit einer Vermisstenerklärung, denn auch da kann man den Nachlass abwickeln und verschiedene Dinge tun, die man sonst mit Lebenden nicht machen kann. Und deswegen gibt es auch die verschiedenen Theorien, die sich dann auf das Handelsrecht oder sogar auf das Seerecht beziehen. Falls man sich wundern sollte, warum in Österreich plötzlich Leute vom Seerecht reden. Und wenn man es dann noch genauer haben will, der nicht wissende Mensch, der als Hans Meyer dann durchs Leben geht, wird vom Staat als freiwillig haftender Treuhänder oder Bürger der juristischen Fiktion betrachtet. Als Belege für diese Annahme nimmt man dann die Tradition von Päpsten und Königen und Kaisern heran, die ja allesamt ihren Nachnamen ablegen und sich dann als souverän bezeichnen und dann nur mehr mit dem Vornamen Franziskus der so und so vielte, Queen Elisabeth die so und so vielte bezeichnet werden. Da wird überall der Nachname weggelassen. Kaiser und Könige bezeichnen sich selber als Souveräne. Und das heißt also, ein Souverän ist der Mensch, der es geschafft hat, tatsächlich sein Menschsein wieder zu erlangen. Und die Theorie geht dann so, dass immer wenn der Staat irgendwas mit dir macht, dann wendet er sich hinterlistigerweise an die Person, an die von ihm geschaffene juristische Fiktion, die natürlich keinerlei Rechte hat. Der Staat hat ab deiner Geburt alles unternommen, um dir diesen Trick zu verschweigen, hat dafür gesorgt, dass du das nie erfährst. Und das hat er mit allen Menschen gemacht. Eine Intrige, eine Verschwörung in einem gigantischen Ausmaß, das nur die juristische Elite durchschaut und die Mächtigen, die davon profitieren. Wie gesagt, das ist jetzt ein Erklärungsmodell, das ist nicht das, was ich glaube, sondern das soll jetzt nur eine Erklärung sein. Nach diesem Weltbild wird der einfache Mensch gnadenlos hereingelegt. Und wenn man das nun alles glaubt, dann erklärt es sich eben, warum Menschen auftauchen, die beginnen, sich lebend zu melden. Das ist jetzt keine Bösartigkeit, sondern das ist der Versuch, das staatliche Gegenüber dazu zu bringen, einen wieder wie einen Menschen zu behandeln. Das ist auch der Grund, warum Finanzämter Briefe erhalten, in denen steht, sie sollen ihre Forderungen an den Eigentümer der Person schicken. Wie bereits erwähnt, die juristische Fiktion wurde vom Staat erschaffen, der Staat ist Eigentümer der juristischen Fiktion und demzufolge ist der Eigentümer dieser juristischen Fiktion auch für die finanziellen Verpflichtungen seines Eigentums zuständig. Wenn da also eine Rechnung kommt, die an diese juristische Fiktion geht, warum sollte der Mensch Hans die Verpflichtungen der juristischen Fiktion übernehmen? Ich persönlich habe natürlich Schwierigkeiten, diese Erklärungsmodelle zu glauben, da das Ausmaß an Hinterhältigkeit und Bösartigkeit, das hier dahinter stünde, wirklich beispiellos und geradezu monströs wäre. Ich habe zwar schon oft erlebt, dass viele Dinge, die man sich eigentlich nicht erklären kann, plötzlich Sinn ergeben, wenn man davon ausgeht, dass die Beteiligten einfach unglaublich bösartig sind oder eben Psychopathen sind, aber wer weiß, ich glaube in diesem Fall, das wäre übertrieben. Mein Ansatz ist also der, dass Österreich als Staat durchaus in Ordnung ist, die Justiz allerdings komplett dabei versagt, das Recht in Österreich zu schützen.
Die Justiz hätte die Aufgabe, jedes Gesetz darauf zu prüfen, ob es denn auch rechtskonform ist, und das bedeutet besonders, ob es denn auch naturrechtskonform ist. Und jedes Gesetz, das das nicht ist, abzulehnen bzw. ihm die Umsetzung zu verweigern. Und durchaus die Aufgabe, auch dem Gesetzgeber zu helfen, die Gesetze richtig zu machen. Eine Justiz, die zu 100% aus Rechtspositivisten besteht, kann das naturgemäß nicht leisten. Wir sind also eindeutig nur strukturell ein Rechtsstaat. Exekutive und Legislative tun in etwa das, was man erwartet, im Guten wie im Bösen. Die dritte Gewalt, die Judikative, ist grundsätzlich da, aber diese Justiz kommt ihrer Aufgabe der Rechtspflege nicht nach, ja, ist aufgrund der Besetzung aller Posten durch Rechtspositivisten dazu gar nicht in der Lage. Wenn wir also einen Rechtsstaat haben wollen, müssen wir die Leute in der Justiz austauschen und die Rechtspositivisten durch Naturrechtler ersetzen. Das wäre wirklich einfach. Bei denen, die bereits in der Justiz sind, kann das durch eine Umschulung passieren. Und bei jenen, die studieren, muss halt das Recht vor dem Gesetz gelehrt werden. Es hat ja auch den Namen Studium der Rechtswissenschaften. Da kann man dann doch erwarten, dass da auch Recht gelehrt wird. Theoretisch wäre es also ganz einfach. Praktisch haben die anderen beiden Gewalten daran natürlich kein Interesse und werden weiter alles dafür tun, dass nur Ja-Sager in die Justiz kommen. Die Exekutive betrachtet Menschen, die tatsächlich über Rechte verfügen, nicht als Grundlage, sondern als Behinderung ihrer Arbeit, und die Legislative bastelt die Gesetze. Die Politiker haben mit Recht von vornherein nichts am Hut. Die wollen regulieren, und da sind, wieder einmal, Menschen, die über Rechte verfügen, nur störend. Und zu guter Letzt die Rechtspositivisten selber. Die haben ihr ganzes Leben um die Gesetze herum aufgebaut. Da aber über 90% aller Gesetze rechtswidrig sind, müssten sie anerkennen, dass ein Großteil ihrer Lebensleistung sinnlos war. Und das, also eine derartige menschliche Größe, haben nur wenige. Danke.